So, traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge House Flipper. Wir haben in der letzten Folge den Garten so ziemlich fertig gebracht. Ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken. Zwei Dinge möchte ich noch gucken. Wieso steht hier ein W? Keine Ahnung. Und zwar erstens mal hätte ich gerne für den Pool noch Liegen. Hängematten, Zubehör, nee. Wo gibt's denn hier die Liegen? Architektur, vielleicht hier? Nee, auch nicht. Möbel müssten das sein, wenn dann, ne? Möbel. Ja, hier sind so Gartenmöbel. Ah, und in die Laube müssen wir auch noch. Also drei Dinge möchte ich noch gucken. Gibt's hier nicht irgendwo Gartenliegen? So eine Couch für außen, auch schön. Vier Dinge möchte ich noch gucken. Okay, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen am Pool noch ein bisschen, im Garten noch ein bisschen was machen. Entschuldigung. So, hier, wieso gibt es hier keine Liegen für den Pool? Tische, Regenschirme, Sessel, Bänke, Liegestühle, da steht's doch. Ich Blindhammel. Ja, Luxus pur, oder? Machen wir so. Und so. Oder lieber so. Und das so. Und davon kaufe ich zwei Stück. Einen hier hin. Wobei, da ist die Wiese noch komplett frei, ne? Nein! Okay, da passt keiner mehr hin. Verdammt. Verdammt! Ja, dann hier hinten. Ist doch egal. So, das wollte ich noch machen und hier fehlt noch was, das ist das zweite, was ich noch gucken wollte und zwar einen kleinen Stuhl mit zwei Tischen oder so, muss es ja geben. Tische, irgendwie was Kleines, sowas hier, so ein bisschen französisch, ne, einfach hier nur so ein kleines Spülchen. Ich meine, wenn man grillt, kann man dann ja hier einen großen Tisch hinstellen, vielleicht stelle ich auch hier hinten noch einen großen Tisch hin zum Grillen. Weil die Terrasse ist jetzt ja wirklich nur so ein kleines Terrässchen. Stühle. Welche Stühle passen denn dazu? Eigentlich die hier, ne? Grau. Mal grau. Ja, die passen dazu. Die kann man da dazustellen. Einfach so hier. Ganz Banane. Einfach nur, wenn man ein Käffchen trinken will, ne? Dann passt das. So, und jetzt, ich habe gelesen, Sonnenschirme. Regenschirme. Was ist denn mit dem hier? Schwarz? Kann man ja hier... Ja, cool! Mega nice. Hier hätte ich gerne einen großen Tisch, wenn man grillt. Gibt es da so eine Art... Ja! Genau so. Genau so. Das funktioniert doch. Den stellen wir einfach hier in die Wiese. Da ist es eh immer am schönsten. Jetzt nehme ich wieder den Hammer in die Hand. Warum, weiß ich auch nicht. Stühle. Und dann einfach hier so rustikale Holzstühle eigentlich. Das sind eigentlich die besten dafür. Aber die passen nicht von der Farbe her. Kann man die farblich ändern? Ja, die kann man farblich ändern. Passt das so dazu? Eigentlich nicht, ne? Nee, der passt nicht. Der passt nicht. Passt der dazu? Der passt dazu. Den kann man nehmen. Dann machen wir einfach hier so. Zack. Ich hätte mehr kaufen sollen. Ich Hirsch. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? Alter, wir haben noch genügend Kohle. Noch genügend. So, den Stuhl kann man ruhig ein bisschen schief stehen lassen. So. Und den stellen wir wieder gerade rein. Da ist eben einer vor kurzem gesessen. Na, den Stuhl halt nicht gerade gerückt. Ist ja nicht so schlimm. Stellen wir hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Dann kann man da sitzen und grillen. Ne, hier hinten steht dann der Grillmeister und hier kann man dann gemütlich schnabulieren. So, haben wir noch irgendwas zur Deko? Moment. Schmücke. Schamücke. Ich finde eigentlich so... Für auf den Tisch gibt es jetzt hier nichts wirklich, was mir gefällt. Pool. Auf den Tisch gibt es jetzt hier nicht wirklich was. Allerdings so eine Lampe hier fände ich eigentlich ganz cool, hier so hinten. Wenn man abends dann zusammensitzt, dass noch hell ist.
Die möchte ich aber bitte gedreht haben. So. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ein Schirm wäre auch nicht noch schlecht. Genau denselben, den wir vorne haben. Schmucke, Zäune, Möbel, Regenschirme. Das war der hier in Schwarz und das hier. Schön wäre es, wenn man den so in die Mitte machen könnte. Geht aber nicht. Machen wir den hier hin. So. Ich finde das, ich finde es echt schön. Also für meinen ersten Garten finde ich das echt okay. Die Pflanzen hier finde ich ein bisschen blöd. Die sind ein bisschen dumm gesetzt. Den setz, die setze ich mal so ein bisschen zu Büschen zusammen. Weil das finde ich ein bisschen übertrieben. Das sieht so akkurat aus. Das gefällt mir nicht so wirklich. Machen wir so. So finde ich das besser. Ja, so gefällt mir das viel besser. So, dann hätte ich gern für den Pavillon, das ist die dritte Sache, die ich machen möchte. Möchte ich hier gerne noch... 5 Sachen sind es, verdammt. Entschuldigung, ich komme immer mit mehr. Hätte ich gerne hier auch noch einen kleinen Tisch und Stühle. Ist jetzt bloß die Frage, was? Hier hätte ich gern eher sowas hier. Das ist derselbe, den meine Eltern haben. Ich werde nicht mehr. Das ist wirklich dasselbe Modell, das meine Eltern auch haben. Cool. Ein bisschen klein, finde ich. Aber gut. Ist okay. So, den stellen wir hier hin. Nein! Ah, laut! Verdammt. Okay, und jetzt brauche ich noch dazu die Sessel. Die Stühle. Das müssten dann die da sein. Oder du nimmst die da. So, in der Optik. Mit schwarzem Stoff einfach. Und dann machst du das so. Und so. So. Dürfen wir auch ruhig ein bisschen durcheinander stehen. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle akkurat sein. Das ist so eine Sitzecke einfach, das passt. So, perfekt. Dritte Sache, letzte Sache, die ich noch gucken wollte. Also ich wollte das Haus noch streichen, das ist noch eine Sache. Und wir haben hier drin was vergessen. Wir haben gar keine Heizung. Ich hätte gerne noch einen Heizkörper. Anschlüsse. Tralalala, Fußbodenwände, Zubehör. Wo war denn das jetzt wieder? Jetzt bin ich so im Garten drin, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Zeug hier war. Da sind doch schon die Heizungen. Eine große Heizung, passt die da hin? Ich brauche erst die Anschlüsse dafür. War doch so, oder? Anschlüsse, Heizung. Und dann mache ich hier eine große Heizung hin. So, jetzt müsste ich eine Heizung kaufen können. Besser gesagt, auch montieren können. So, eine müsste reichen hier auch irgendwie. Ja, das reicht. So, die montieren wir auch gleich. Ventil, Verschraubung. So, Ventil, Verschraubung, aufdrehen. Jetzt wird es herrlich warm hier drin. Gut, dann haben wir eine Heizung auch drin. Ich will ja bloß, dass wir einen ordentlichen Preis kriegen, ne? So, jetzt brauche ich natürlich Farbe. Die muss ich innen kaufen, weil kriege ich die außen auch. Ja, ich muss nur auf den Reiterhaus. Zubehör, nein. Wände, Farben. Ich würde das Haus eigentlich gerne weiß streichen. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich das so sehe. Was würde denn sonst noch dazu passen? Eigentlich weiß am besten, ne? Wenn ihm weiß. So, gut. Wir schnappen uns den Roller und fangen hier einfach mal an, das Haus zu streichen. Weil ich einfach finde, dass das so mit dem blauen Holzgedöns nicht so wirklich passt. Wir sind ja schnell im Streichen, das dürfte jetzt auch nicht allzu lange mehr dauern. Und dann, liebe Freunde, verkaufen wir mal unser erstes Grundstück, was wir renoviert haben.
Da bin ich sehr gespannt, was das einbringt. Aber zuerst lassen wir mal den Garten bewerten. Der wird wahrscheinlich mega schlecht sein, weil ich halt einfach irgendwie durcheinander alles gekauft habe und gemacht habe. Aber ey, ist mir egal. Wir verdienen auch so unser Geld. Ist kein Stress. So, zack. Dann haben wir die erste Seite schon gestrichen. Da brauchen wir dann natürlich wieder eine Leiter. Die müssen wir wieder kaufen. Eine Leiter. Wo waren die nochmal? Okay. Heißt das Ding gar nicht Leiter? Survival. Sonstiges. Doch, hier ist sie. Kaufen wir. Verkaufen wir dann einfach wieder. So. Dann Pinsel. Und wir streichen mal da oben das Haus fertig. Zack. So, dann nehme ich mir mal den einen Farbeimer mit. Nicht auf die Leiter, sondern ums Haus rum. So, den stellen wir hier hin. Wir hätten vielleicht das Haus zuerst streichen sollen, aber ich wollte unbedingt mit dem Garten anfangen. Ich hatte da einfach Bock drauf. So, oh, neue Fertigkeit. Sehr schön, malern. Ich streiche mir die drei Wände gleichzeitig. 20% kleinerer Verbrauch von Farbe. Ja, ich finde jetzt die Farbe nicht so teuer. Deswegen machen wir lieber das. Dann geht das hier ratzfatz. Dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr hier. Zack, 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 zack. So. Wie gesagt, wir hätten das Haus vorher streichen sollen. Dann hätten wir jetzt nicht so Ecken und Kanten drin, aber gut. Ist halt so jetzt. Kann ich sagen. So. Hier rum. Und das Haus wird blühtend weiß. Und ich glaube, in weiß schaut es dann nochmal ein bisschen besser aus. Und wehe, die zahlen da nicht richtig dafür. Also wehe, die stecken da nicht richtig Geld rein, ne? Dann werde ich aber hier. Da werde ich hier richtig pumpig. Richtig pumpig. So. Da oben noch. Zack. Wunderbar. Also ein richtig schönes kleines Häuschen. So könnte ich mir das auch vorstellen, wenn ich. Hilfe. Wenn ich alleine leben würde, was ich ja nicht tue. Aber wenn ich alleine leben würde, so könnte ich mir so ein kleines Häuschen echt vorstellen. Das muss nicht innen drin nicht groß sein. Gut, das hier ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach. Weil ich hätte halt kein Büro zum Aufnehmen und so. Das wäre ein bisschen suboptimal. Aber wenn ich da jetzt noch vielleicht einen Raum mehr hätte, wo ich ein Büro reinmachen könnte, oder es wäre unterkellert, ich könnte im Keller ein Büro einrichten, dann wäre das optimal für mich. Lieber einen großen Garten, wo ich grillen kann, wo ich Spaß haben kann mit Kumpels und so, bevor ich da so eine riesen Hütte habe, fände ich das eigentlich so ganz nice. Allerdings zu zweit ist es, glaube ich, dann, da geht man sich dann doch eher ziemlich schnell auf den Keks, muss man auch sagen. Ist einfach so, wenn man auf engstem Raum zusammenlebt, dann stört man sich gegenseitig halt auch immer irgendwo. Das ist einfach so, weil man, jeder Mensch braucht mal seine Ruhe und jeder Mensch braucht mal Zeit für sich, und wenn man die nicht hat, weil halt die räumlichen Gegebenheiten dafür nicht gedacht sind, kann sowas immer anstrengend sein. So, die zweite Wand ist auch gleich fertig, das kriegen wir auch noch hin. Zack. Farbe. Und einmal hier hoch. Zack. So, wir gehen gleich weiter. Tralali und tralala. Dritte Wand. Dann haben wir es ja fast schon. So, ich bin echt gespannt, was jetzt dann das erstens mal wie das Urteil für den Gartenwettbewerb ausfällt hier. Ob ich da jetzt wirklich so schlecht bin, wie ich vermute. Und was wir fürs Haus kriegen. Also ein bisschen was werden wir schon kriegen. Wir haben ja auch ordentlich Geld reingesteckt. Wir sind inzwischen bei 40.000. Es geht noch. Also wir könnten uns durchaus wesentlich heftigere Sachen noch leisten. Aber ich hoffe, dass wir jetzt da gut was einnehmen. Habe ich keine Farbe mehr? Doch, ist noch Farbe drauf. Komm bloß kaum hin. So. Depp. Und zip. Und zip. Ja, perfekt. Wunderbar. Läuft. Ich nehme die Farbe lieber mal mit.
Sonst vergesse ich die da noch. So, tralala, tralala. Der Garten gefällt mir echt gut. Also, finde ich. Ich finde, der ist schön geworden. Das ist jetzt halt kein klassischer Garten, wie man ihn draußen kennt, aber hey. So, okay. Dann sind wir auch schon durch. Liebe Freunde, das ist unser erstes renoviertes Haus. Unsere erste renovierte Immobilie mit Garten. 606 Quadratmeter Garten und ein kleines Häuschen. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz schön hingekriegt, ganz süß gemacht. Ja, fürs Erste, was wir gebaut haben, wir kriegen natürlich später, in den späteren Karriere-Zeiten-Modus, kriegen wir natürlich größere Häuser zum Renovieren. Wir können größere Häuser ausbauen. Ich finde es eigentlich ganz nice hier. Ich finde es eigentlich ganz schön hier, wie es geworden ist. Vor allem der Garten. Fürs erste Mal, finde ich, ist der Garten gar nicht so schlecht geworden. Er ist halt viel zu groß. Ganz ehrlich, der Garten ist viel zu übertrieben, meiner Meinung nach. Wäre mir persönlich jetzt viel zu groß, aber gut. Die sind wahrscheinlich alle so groß in dem Game. Weil du sollst ja auch ein bisschen was machen können im Garten. Aber auch im Haus, ganz ehrlich, ich finde, wir haben es ganz schön hingekriegt. Ich finde, es ist ganz, ganz nett geworden. Hier so ein kleines Bad, Badezimmer. Kann man rausgucken, kann man den Kindern beim Spielen zugucken. Kleiner Fernseher. Klar könnte man jetzt natürlich... Oh, XCOM 2. Das nehme ich jetzt gleich auf. Nach dieser Folge werde ich nämlich zu XCOM 2 switchen und dann da ein paar Folgen aufnehmen. Klar kann man jetzt natürlich sagen, hey, das Haus ist für eine Person. Ist so, das ist ein Einzimmerhaus oder ein Eine-Person-Haus. Und der Garten ist definitiv für eine Familie gebaut. Also das ist definitiv ein Familiengarten. Man könnte aber auch das Ganze so auslegen, dass es für Rentner ist, die halt nicht viel Platz brauchen. Die sagen, wir wollen ein kleines Häuschen, das reicht uns, aber dafür einen riesen Garten. Kann man auch so auslegen. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier hinten zu unserem Brunnen, dann haben wir einen schönen Blick. Und jetzt, wie verkaufe ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Muss ich auf Escape? Verkaufe ein Haus? Nein, das will ich nicht. Ich will jetzt erstmal an dem Garten-Ding teilnehmen. Wie mache ich das jetzt? Zurück ins Büro. Werden? Haus verkaufen. Werkzeug ändern. Ah, auf Haus verkaufen kann ich auch. Okay, ich reiche das mal ein. Modern, englischer Garten, traditioneller Garten, amerikanisch. Ich sag mal amerikanisch. Anzahl der Punkte, neuer Rekord. Ja, okay, das ist nicht schwer. Ergebnis des Wettbewerbs. Kriege ich da jetzt auch Geld für? Nee. Auswahl der Pflanzen ist nicht so prickelnd. Gut, ich habe nicht viele Pflanzen genutzt. Ausstattung ist okay. Layout, oh, alle volle Punktzahl. Praktischer Garten, viele Pflanzen, eigentlich nicht. Sauberkeit ist ganz hoch, okay. Gemähtes Gras, ja, okay. Das ist natürlich perfekt. Der Wert des Hauses stieg um 27,5%. Das kann sich doch sehen lassen. So, Haus gekauft für 29.825,71 €. Das Grundstück hat eine Fläche von 857,25 Quadratmeter. Das Haus verfügt über 32,19 Quadratmeter. Das ist halt nichts, ne, im Gegensatz zu der Grundstücksfläche. Das kriegst du halt als Makler nie verkauft, weil außer du findest jemanden, der anbauen will. Anzahl der Zimmer 2. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 40.254. Die Arbeitszeit bei diesem Haus betrug 3 Stunden 7 Minuten. Alles klar. Du hast am Gartenwettbewerb teilgenommen. Die Teilnahme am Wettbewerb hat den Wert des Hauses gesteigert um 27,5%. Erneut teilnehmen am Gartenwettbewerb. Wieso kann ich da jetzt erneut teilnehmen? Das kann ich jetzt zur Auktion hinzugeben. Verkauf eines Hauses. Okay. Ja, ja. Oh, wir sind schon bei 39.000. Oh. Genau, ein Schlafzimmer. Okay. Es fehlt hier an etwas Privatraum. Ja gut, das ist ein kleines Haus, Mann.
Einen Gewinn von 24.000. Ja, ist gut. Genau, ein Schlafzimmer, okay. Ein Badezimmer, okay. Wieso nur eins? Da ist halt so. Ein großes Schlafzimmer, ein weiterer Punkt für dich. Super, im Schlafzimmer steht ein Fernseher. Ja gut, wir haben nur ein Zimmer. Ein Doppelbett erlaubt es mir, leidenschaftliche Nächte mit einem Mädels zu verbringen. Ja, okay, ich verkaufe an den Typen, der ist irgendwie sympathisch. So, wie verkaufe ich jetzt? Space. Ah, so, unterschrieben. Wir haben einen fetten Gewinn gemacht, würde ich mal sagen. Das hat sich durchaus gelohnt. Und wie sieht es aus nach deiner ersten Auktion? Wenn du vor der nächsten noch ein paar Infos über die Käufer haben möchtest, dann habe ich sie dir in dein Tablet notiert. Ah, alles klar. Okay, man kann sich halt ein bisschen die Käufer anschauen. Da sieht jetzt unser Grundstück irgendwie echt schlicht aus, momentan. Ah, gut, okay. Wir haben momentan 101.000. Ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, so, schaue ich gleich mal, ob wir nicht, ob es nicht ein schönes Häuschen gibt, ne, was wir kaufen können. Gucken wir doch mal, was so auf dem Markt ist, ne? Okay, das ist ein kleines Haus, 36,94 Quadratmeter. Das ist wieder so ein kleines Läubchen. 79 Quadratmeter Häuser sind so bei 50.000 angesiedelt. 105 Quadratmeter, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Das wäre schon was Richtiges. 66.000 können wir uns aber auch leisten. Haus im Dickicht. Okay, da ist halt viel im Garten zu machen. Das schaut halt echt übel aus. Aber es sind 150 Quadratmeter fast. Das ist halt schon riesig, das Ding, ne? Ist halt echt viel im Garten zu machen. Kann ich mehr Informationen? Oh, ein Bunker. Okay. Garage mit Bunker. Kann ich da mehr Informationen irgendwie kriegen? Geht das? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Okay, die können wir uns schon gar nicht mehr leisten. Die sind ein bisschen über unserem Preislimit. Das könnten wir uns gerade noch leisten. Aber dann haben wir nichts mehr, um es zu renovieren. Das ist auch ein bisschen doof. Was könnten wir uns denn da kaufen? Das hier? Ich will halt nicht zu viel ausgeben, dann nicht, dass uns das Geld ausgeht auf einmal, dass wir wieder Aufträge annehmen müssen. Wobei wir das auch gerne mal wieder machen könnten. Okay, 14 Quadratmeter Haus. Man sieht hier halt nicht, wie viel Quadratmeter die Fläche hat, ne? Also der Garten. Das ist halt nur eine Gartenlaube. 33.000. Ich würde sagen, hier so ein Haus mit 100 Quadratmetern fände ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Als nächstes Projekt. Es ist nur die Frage, das hier oder das hier? Komm, wir nehmen das hier. Das kaufe ich mal. 66.000, das kaufe ich. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Ja, ich möchte es mir gleich mal angucken. Auch wenn wir schon echt über der Folgenlänge sind eigentlich. Vielleicht nehme ich doch noch ein bisschen Hausflipper auf. Vielleicht fangen wir mit dem Haus gleich nochmal an. Das macht so Spaß. So, Alter, ja gut. Das ist halt hier wieder alles zugewuchert hier im Garten. Das ist unsere neue Immobilie, die haben wir gerade erworben, ne? Und hier, man sieht schon im Garten, es wuchert halt alles zu. Aber wir haben ein bisschen mehr Platz wie beim letzten Haus. Wir haben ein bisschen uns vergrößert. Momentan nur 35, was heißt nur 35.000? Das sind 5.000 weniger, als wir gerade hatten. Bevor wir das Haus verkauft haben, das wir gerade renoviert haben. Jetzt gehen wir mal rein. Hier ist natürlich wieder alles vollgemüllt, ey. Immer Messis. So, dann gehen wir mal rein. Ach du Schöne. Boah, Gott. Ja, das sieht natürlich richtig, richtig toll aus hier. Das müssen wir erstmal in der nächsten Folge hier ein bisschen sauber kriegen alles. Ach du meine. Ja. Ne, wir fangen wieder von vorne an. Wir müssen wieder arbeiten. Aber wir werden das Ding hier in ein Schmuckstück verwandeln. Und hier ist die Garage. Okay.
In der Garage können wir aber auch nichts mehr. Wir können das Auto sogar behalten. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschalten. Strongman, weil ich ein Auto hochgehoben habe. Okay, cool. Garagentor haben wir auch. Das ist natürlich zauberhaft. Und vor allem Garage, da kann man vielleicht aus der Garage was richtig Gutes machen, wenn wir das Auto in die Einfahrt stellen. Das wird ein schönes Projekt. Freue ich mich drauf. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann greifen wir mal dieses Projekt hier an. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich nochmal aufnehme. Ich mache jetzt erstmal ein kurzes Päuschen und dann mal gucken. Vielleicht nehme ich XCOM auf, vielleicht mache ich auch hier weiter. Es ist immer so schwer. Ich habe Bock auf so viele Games. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.